Eigentlich müsste man hier oben auch nochmal irgendwas mit Post machen. Dann wird sogar Post akzeptiert. Eigentlich müsste man die Post zum Hafen bringen, mit Umladen und solchen Späßen. Na gut, das reicht erstmal, da haben wir hier so ein bisschen die größeren Städte angebunden mit Post. Könnte man eigentlich auch nochmal machen. Postzug, der mal so eine Runde dreht. Jetzt wollen wir hier mal ein Depot, bitte. Das ist auch eine komische Konstruktion. Das kann man eigentlich auch mittlerweile mal entschärfen mit einem Tunnel, der hier lang führt. Da müssen die ja nicht solche komischen Runden fahren. Aber was ist denn überhaupt noch für ein Betrieb hier an der Strecke? So ein paar, vier Züge haben die dort. Okunama schließt. So, wollen wir jetzt mal hier ein Depot, wo wir was abgreifen können. Lass den Zug halt von woanders fahren. Wir akzeptieren Post, haben aber auch noch einen eingleisigen Bahnhof. Oh, das wird natürlich spannend. So, wo fährt denn der mal hin? Nur 10.000 Einwohner, da fährt davor aber schon der Dingszug hin und fährt dann halt nach Nagahara. Da müsste man aber, glaube ich, auch mal auf Zweigleisigkeit den Bahnhof umbauen. Und dann gibt es einen Postzug, der fährt von... Lass ihn aber von Nagahara fahren. Da müssen wir jetzt erst recht dort umbauen. Nagahara nach. Und dann nach Harasaki. Komm, fährt er halt dorthin. Oder was hat mehr Einwohner? Eigentlich die hier, aber die haben so eine komische Bahnhofsanbindung. Als bauen die auch schon dort drüber. Och nee, aber immerhin sind so intelligent und bauen Brücken. Wo ist die Unfallgefahr? Ist der Zug schon durch, der dort fuhr? Ja. Hier nicht auf dumme Ideen kommen, mal schnell planieren. Wenn ich schon... Oh, 2 Millionen hat das gekostet. Oh Gott. So, dann gibt es einen Postzug, der von hier nach... Gut, nach Katsuki könnte man noch... Aber der fährt jetzt direkt hier runter. Fährt bloß ein Zug. Jetzt müssen wir dort oben, wo die zwei Züge jetzt... Achso, da haben sie schon Gleise. Aber jetzt, wo da jetzt plötzlich noch mehr Züge ankommen, jetzt fahren nämlich 5 Züge. Ich glaube, da müssen wir dort umbauen. Wie sieht eigentlich an der Brücke aus? Hier ist immer nie Stau, aber hier oben, weil die so lang ist. Es wird nicht kürzer, hier werden mittlerweile schon Passagierzüge eingebremst, also... Kaiser, mach eine Entscheidung. Vorher wird erstmal hier ausgebaut. Bei 5 Zügen dann eine eingleisige Strecke mit Wechsel, das ist natürlich alles andere als optimal. Hat sich ein Zug verirrt. Achso, weil er dort nie langkommt. Das wird sich gleich wieder ergeben. So. Nee, du hast dich nicht verirrt. Du kannst dorthin fahren.
Die Verirrung ist Fake News. Bauen wir das mal schnell zweigleisig aus, das Ding. Machen wir mal schnell den Tunnel hier weg und bauen erstmal bis zum Tunnel. Oh oh, Unfallgefahr? Nee. Hatte gerade schon so ein bisschen Angst. Nicht, dass es hier zu einer Kollision kommt. So, na gut, den Tunnel, den lassen wir halt so lang. Nützt ja nichts. Ach schön, können wir noch abreißen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, dann wäre hier erstmal zweigleisig. Bis hierher. Tja, und dann ist hier ein Bahnhof. Ich glaube, den werden wir wahrscheinlich umbauen müssen. Der hat nämlich keinen Platz mehr zur Erweiterung. Da ist halt die Frage, ob es hier einen Platz gibt, wo Post akzeptiert wird. Tendenziell würde ich nämlich einfach hier neu bauen. Nagahara. Achso, wie finden die mich denn aktuell? Hervorragend, gut. Da können wir also in Ruhe umbauen. Gucken wir erstmal, wie das ist mit der Postakzeptanz. Drei Gleise. Gut, würde da akzeptiert werden. Das ist schon mal nicht... Ich trick's hier mal kurz, dass ich den hier schön ranbauen kann. So, Bahnsteiglänge, was hatten wir immer? 4 und dann mit Ende. Oder was? Genau. So, Nagahara. Zack. Wird jetzt gemerged. Ja, ich weiß. Sieht noch absolut dumm aus. Das kann weg. So. Dann haben wir die Endstation. Vorne das. Und dann können wir jetzt den legendären Gepäckschuppen und das legendäre Stationsschild reinbauen. Ganz schön voll der Bahnhof, also. Ach komm, weil der so voll ist. Kriegen die jetzt noch ein gesponsertes. Bahnhofsgebäude. So. Da kann jetzt eine Straße hin, die Straße kann angebunden werden und das können wir halt hinbauen. Und jetzt ist der Bahnhof auch zukunftssicher. Hat mehr Stationen, passiere Postwaren, Wertsachen, kommt alles an. Sehr gut.
Jetzt ketteln wir das nur noch ans Netz an. Die Burg kommt natürlich auch wieder hin. Achso, auch wenn man jetzt aus der Richtung nicht rankommt. Dann ist halt so hier. Ach nee, ich könnte es auch einfach. Ich könnte es einfach hier hinstellen dann. So, jetzt ist aber was. Doch, jetzt. So, gut, der Bahnhof ist ja umgebaut. Umgebaut worden. Hier ist jetzt auch die Kapazität für die 5 Züge da. Wie ist denn das hier? Wie viele Züge kommen denn hier an? Plus 2, da reicht das. Aber bei 5 Zügen, da müsste, glaube ich, ein bisschen mehr gehen. Und dann war hier unten noch. Na gut, die Stadt hier müsste man eigentlich. Diese Stelle müsste man eigentlich auch mal großflächig. Oh, Bergwerk schließt. Das ist. Ach, hier oben, das habe ich mir doch schon gedacht, dass das passiert. Ich hoffe mal, dass sie durch dieses Bergwerk hier genug Zeug rankriegen, dass die Linie da bestehen bleiben kann. Dass das früher oder später mal schließt, das war aber abzusehen. Macht der Stau an der Brücke. Oh, wenn der Kaiser das sieht. Es wird immer mehr. Da muss er mal endlich mal was sagen, dass wir das umbauen können. Ob jetzt hier schon genug Stahl produziert ist, aber wie gesagt, hier unten. Diese Stelle müsste auch mal irgendwie umgebaut werden, dass man irgendwie eine einheitliche Zufahrt hat. Irgendwie sowas in der Art. Müssen wir mal drüber nachdenken. Vielleicht in der nächsten Aufnahme könnte ich mir das vorstellen.